Herzlich willkommen zurück. Ja, wir suchen hier immer noch. Hier. Ein Reflexkondensatortechnologie. Flottenliegeplätze. Wo auch immer das sein soll. Oh, guck mal da. Wilder streunender Ghoul. Zack. Oh. Zack, Arschloch. Was gefunden, Hundi? Wo denn? Drin? Nö. Sonst hier nichts mehr, ne? Aber wir sind ja schon richtig, oder? Ja, eigentlich schon, aber anscheinend war das vor der Tür, oder wir müssen hier nochmal irgendwo hin. Dogmeat hat etwas gefunden. Wo denn? Wo bist du denn? So raus? Da hinten geht's auch noch rein. Lass mich doch erstmal hier gucken. Mann, Mann, Mann. Klebeband. Sehr schön. Rüstungswerkbank. Ne, herstellen will ich nichts, aber ich will gucken. Ne, wir haben gar nichts zum Zerstören. Ja, du wirst gleich wieder vollgeladen, Hundi. Das kann ich doch bestimmt auch nehmen, oder? Ne. Sack kann ich nicht nehmen. So, jetzt gehen wir erstmal da hoch. Okay, kein Ghoul mehr. Diese leere Nuka-Cola-Flasche. Gucken, was die bringt eigentlich. Die bringt bestimmt Glas. Schrott. Nuka-Cola-Flasche. Oh, zwei Glas, warum nicht? Zum Bauen später mal, ne? Jedes Mal denke ich, das hier kann ich nehmen, aber anscheinend kann ich das nicht nehmen. So. Drüben ist noch ein Lagerhaus. Ne, geht jetzt nicht darunter. Besen. Eine Impro-Pistole. Kaffeetassen für die Sammlung. Komm, hüpf runter. Guck mal, da drüben kann man auch noch rein. Okay, keine Ghule mehr. So, hier wollte ich noch rein. Besser. Es ist so schön, dass man hier nicht mehr das immer aufmachen muss, erst zumachen, dann ist nichts drin. Na also. Ja. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Ja, natürlich nehmen. Ups. Wicked Shipping Wohnwagenschlüssel. Der ist wahrscheinlich sehr wichtig. Wicked Shipping Terminal. Wicked! Ah. Ladungsverzeichnisse. Ich sage jetzt nur, was die alles hier haben. Karte aktualisiert, aha. General Atomic Fabric. Okay, Uranpellets verkaufen die hier. Was gibt's hier? Wird ausgeliefert, Treibstoffzellen. Karte aktualisiert. Typ Fässer, Abfall.
Okay. Protokolleinträge. Nachricht überprüfen. Bitte Leute, vergesst nicht, die Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen. Dass Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen kann. Das ist extrem wichtig. Liefert auf keinen Fall direkt an den Kunden, besonders nicht, bevor wir die Papiere geändert haben. Ihr müsst mich oder Tim die Ladung einmal durchgehen und unterzeichnen lassen. Die Sache ist ernst, Leute. Vermassel es nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt wie dieser letzte Vollidiot enden, der die gesamte Ladung geliefert und uns damit fast den Arsch gekostet hat. Plague the Boss. Okay. So, was haben wir denn jetzt Neues hier bekommen auf der Karte? So, in klein reicht mir das eigentlich. Sieht ein bisschen schöner aus. Was haben wir denn Neues bekommen jetzt? Ah, nix. Also ich sehe nix. Gut, das hier vielleicht. Mars Fusion. Keine Ahnung. Wir müssen immer noch den Kondensator finden. Reflexkondensator. Okay, hier ist alles down. Alles weg. Jetzt hier noch in dem Spind ist nichts. Eine Aludose. So, da drüben kommt man noch rein. Hier kommt man auch rein. Ist hier wieder so ein schöner Ghoul versteckt? Ne, ein Siedler, ein Toter. Ein Safe. Einsteiger-Safe. Darf ich sogar knacken? Das ist doch nett. Noch weiter runter. Oh, das Wasser fast ganz runter, oder was? Nein, nicht ganz. Ein bisschen hoch. Gut. Was schön. Gibt's? Silbermedaillon. Was macht das? Zwei Silber. Okay, Vorkriegsgeld. Vorkriegsgeld gibt Stoff. Auch okay. Und dann gehen wir da drüben noch rein. Da konnten wir nicht rein. Da war nur dieser. Oh, Radiation. Eine Babyrassel. Ach, Hundi. Holzblock. Da kann man doch bestimmt was Schönes mitmachen mit den Holzblöcken. Die nehmen wir natürlich immer mal mit. Das war's hier, ne? So, aber hier drunter soll der sein, oder was? Ja, wie soll ich denn da... Wir kommen doch da gar nicht rein. Ach, das kann ich öffnen. Ach, mit dem Wicked Chip Wohnwagenschlüssel kann ich das öffnen. Das ist ja tipptopp. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Hier ist er doch, der Reflexkondensator. Yeah. Natürlich nehmen. Und jetzt wieder zurück. Okay, und Fettpatronen. Ein Impro-Revolver mit Leuchtvisier. Schwer. Tipptopp. Ist hier noch was? Nein. Das hat sich doch gelohnt. Hier waren wir überall drin. Hier waren wir noch nicht drin, in dem Lager hier. Okay, das ist wohl ein bisschen kaputt, das Auto. Ach, Hund! Geh weg! Och, komm. Gut. Kopf abgefetzt. Das Supertor Frostschutzmittel. Klar. Powerrüstungsstation. Und das ist klar. Hier liegt doch noch was hier nebendran. Was ist das denn? Kann ich anscheinend nicht nehmen. Löscher. Ja, ist ja gut. Ich kann nicht mehr tragen. Ich weiß. Wicked Unternehmen. Das kann man sich doch mal anhören, oder? Daten. Nein, Inventar wollte ich. Diverses. Wicked. Unternehmen. Hier, zack. Blake, ich will, dass du deinem Bruder jetzt gut zuhörst. Dieser ganze Deal mit Eddie stinkt zum Himmel. Ich meine, welcher Geschäftspartner droht, einen zu töten, wenn der Deal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt? Keiner. Wir
Wir stecken viel zu tief in der Sache drin, aber ich sehe auch keinen Ausweg. Oh, das war jetzt nicht so toll, ne? Was er mir da erzählt hat. Ich gebe dem jetzt nur mal meinen Schrott. Wir gehen jetzt zurück. Was ein Haufen Zeug. So, hier haben wir alles abgesucht. Hier waren wir auch überall drin. Da hinten dran ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Mal kurz gucken. Ne, hier ist dicht. Gut, dann würde ich sagen, wir porten uns zurück. Wir porten uns zurück. Ganz kurz nach Sanctuary. Geben dort alles ab. Und dann geben wir die Quest ab. Das eigentlich für eine geile Knarre hier. Lecker, lecker. So, wo ist der Hundi? Hey. Alles nehmen, ja, ich kann nicht mehr genug tragen, ich weiß. Nein, ich drücke jedes Mal auf die Werkstatt. R für Transfer. Gesamten Schrottlager kann man ja drücken, ne? So. Dann gucken wir mal hier, was wir machen können. Ja, Automatik bin ich eigentlich von weg. Das nehme ich gar nicht mehr. Verwerten. Drei Impro-Pistolen. Die behalten wir mal alle. Das sind ja unsere. Maschinenpistole. Was braucht die denn für einen Schuss? Die behalten wir mal. Mal noch was? Impro-Revolver-Gewehr. Kurz. 24 Schaden. Das macht 26 Schaden. Feuerrate 6. Feuerrate 6. Das sieht schon cooler aus hier unten, ne? Mit Leuchtvisier und schwer. Sagen, das nehmen wir. Dann machen wir das mal weg. So, ja, verlassen. Ups, so. Inventar. Waffen. Das hier legen wir dann auf die 9. Wie sieht das Ding denn aus? Ist die 9? Ja. Das ist ein Leuchtvisier. Sehe ich jetzt, ich sehe hier nichts, dass es leuchtet. Das macht halt aber schon mächtig Schaden, ne? Das macht 26 Schaden, unser Laser. Wo ist er denn überhaupt? Muss hier unten irgendwo sein. Wo ist er denn? Auf der 7. So, wie viel macht der? Rechtmäßige Herrschaft heißt das. Macht 26. Ja, das ist schon nochmal geiler auf jeden Fall. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, so, gucken wir mal hier. Herstellen. Haben wir... Wir haben gar keine Rüstung mitgenommen, oder was? Okay. So, dann gucken wir uns nochmal unser Inventar an. Die behalten wir, die Leuchtpistole. Ja, wir nehmen das. Wir sind so schnell voll, ne? Ich lege jetzt mal ein paar Waffen ab. Und zwar hier in meine Waffenkiste, die ich mir draußen gebaut habe. Das waren Mods. Ja. Meine Waffen. Scharfschützengewehr behalten wir natürlich.
Maschinenpistole von mir aus auch. Die auch auf jeden Fall. Hier legen wir nochmal zwei ab. Vitamine. 10 mm behalten wir auch. Die benutze ich eh im Moment nicht. Impro-Gewehr. 38er. Legen wir auch mal weg. Hier haben wir hier keinen Schuss. 2 10 mm. Wirklich? Ne, wir haben nur einmal 10 mm. Die behalten wir auch. Nahkampfwaffe. Und das ist ein 45er. Haben wir schon was, ne? Ja, Maschinenpistole. Imprä-Revolver macht 26, Maschinenpistole 12. Also du gehst auch mal weg. So. Dann machen wir jetzt mal unsere Kleidung rein. Kleidung. Flanellhemd. Red Hirschleder Outfit. Braucht ja keiner. Hilfsmittel behalten wir alles. Diverses. Jetzt bauen wir nochmal so eine Kiste. Jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Möbel. Behälter war das, ne? Holzkiste. Metallkiste war das, ne? Ich will eine Metallkiste hier. Gut. Eine Metallkiste. Und zwar hier rein. So, und hier kommt das Diverse rein. Ja, Transfer. So, Diverses. Grognak? Nein, die nicht. Nicht Haarklammer abbrechen, Tab. Mr. Guzzi Modell. Wicked Unternehmen. Das geht nicht, weil es ein Questgegenstand ist. Okay, was haben wir jetzt noch? Jetzt sieht es doch schon ein bisschen besser aus hier. Waffenkleidung, Hilfsmittel, Diverses. Schrott, okay, den können wir noch einlagern. Mods und Munition. Dann lagern wir die noch ein hier. Gesamten Schrott einlagern, zack. So, unser Hund ist auch leer. Dann geht's jetzt weiter. Und zwar porten wir zur Stelle eine Bruderschaft und geben die Quest ab. Hier war das, ne? Polizeirevier Cambridge. Auf den Abschluss der Quest. Willst du den Nahkampfwaffen deiner Waffe stark erhöhen? Dann verwende ein Bajonett. Ich will denn ein stark erhöhen. Ich bin kein Nahkampftyp. Außer es wird irgendwann mal knapp in Munition. So, und Quests abgeben. Was ist jetzt bei der Tussi, ne? Müssen wir die Quests abgeben? Glaube ich mal. Blende das Licht immer noch ein bisschen. Ich muss da noch ein bisschen justieren. Müsste irgendwie ein bisschen höher sein. Aber dann wirft sie unten Schatten. Auch schlecht. Obwohl, sieht es aus, wenn ich so ein Vollbart hätte. Auch nicht schlecht. Ich saß hier. Sitzt sie immer noch hier? Nein. Das Commonwealth wird nicht sicherer, drin. Wenn du im Polizeirevier herumstehst. Gelehrter Halen? Hast du die Technologie? Welche Technologie? Natürlich habe ich die. Und auch noch in gutem Zustand. Klar. Hier, deine Bezahlung für eine erfolgreiche Rettungsaktion. Da draußen gibt es noch immer Unmengen an unentdeckter Technologie. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Klar. Nenn mir die Einzelheiten, Baby. Was muss ich tun? Finde Technologie an einem bestimmten Ort und schalte die Gegner aus. Was muss ich tun? Finde die Technologie, töte alles, was dir im Weg steht und komm zurück. Bestätige. Großartig. Hier ist der Ort. Und jetzt los. Okay. Mach ich. Erstmal eine Runde schlafen. Eine Stunde reicht. Sei vorsichtig. Immer so ein Redex nehmen, ne? Oh, es ist ein Red Away. Suche nach dem Artefakt kann genauso gefährlich sein wie der Transport. Es darf auf keinen Fall. Und dann schlafen wir nochmal ein Stündchen. Und haben volle HP. Und speichern. So.
Gut. Möchtest du irgendwann mal meine gute Seite kennenlernen? Dann schwing deinen Arsch da raus und säubere das Gebiet. Ja, ist ja gut. Wir gehen ja schon. Ja, würde ich sagen. Wir machen hier einen Break. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis morgen. Tschüss.